Wow! So, boah, der Kreisverkehr hat richtig Grip. Nicht so schön, wie das ganze Auto hier einfach wegrutscht. Ist die Hölle los hier, Freunde? Ich versuche das ja auch ein bisschen für euch, dass ihr da was sehen könnt, aber also ich bin ehrlich. Viel mehr sehe ich auch nicht. Also das ist echt hier, also ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, in mir ist alles am Feiern. Mahlzeit. Also ich liebe, also mein Traum. Das ist wirklich so, ist kein Scheiß. Also ich finde es geil. Nur, das Problem ist jetzt, hier fährt jetzt keiner. Ich ziehe mal die Handbremse eben. So, hat ja gut geklappt. Ich muss jetzt nämlich eine Druckerpatrone besorgen. So. Hier ist richtig gut, Freunde. Meine Herren. Also das ist ein Traum. Ehrlich jetzt. Ich wünschte, das wäre ein bisschen klarer hier, aber ich sehe, meine Scheibenwischer scheinen auch eingefroren zu sein. Und mein Heck auch. Wenn ich jetzt hier irgendwo nur ein, wie soll ich das sagen? Ihr wisst, was ich meine, so ein Dampf- und Hochdruckreiniger ist ja, dann will ich den Schnee hier runterpusten. Aber ich bin auch nicht schnell genug. Als dass der Schnee sich hier. Wahnsinn! Ja, du musst erstmal den Schnee vom Auto holen. Ja, das wollte ich in der Kurve machen. Aber das ist ja auch nicht geklappt. Meine Güte hier. Und da muss man sich auch mal was trauen. So. Hey, hier ist alles, aber auch alles weiß. Also das finde ich geil. Ich finde das sehr, 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 sehr geil. Auch wenn ich weiß, dass das eigentlich, also. Naja, für viele, auch für mich ist das nicht so schön. Aber, also wirtschaftlich, weil Fahrschule ist zu und das ist alles Kacke, aber ich bin froh, der Junge seine Prüfung hinter sich hat. Ja, das kannst du wirklich sagen, weil die Prüfungen für heute wurden alle abgesagt, das ist ja komisch. Für morgen, also um 1 Uhr, bis 1 Uhr soll es ein Statement geben. Das heißt, ich werde mir gleich mal nochmal meine E-Mails checken, was der Typ da gesagt hat. Alter, hier siehst du gar nichts mehr! Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal meine E-Mails checken. Kann ich das hier, damit hier, ich kriege ja gleich einen Herzinfarkt. Ja, eigentlich ist die Karre richtig frei. Da sind nur so leichte Schneeverwehungen. Also wie gesagt, der TÜV hat alle Prüfungen abgesagt. Ich weiß auch nicht warum. Ob die sich nicht trauen oder was da, ob die da. Guck mal, hinten taut schon alles weg. Mein Heckscheibenwischer, funktioniert der schon wieder? Ja! Seht ihr? Man muss nur ein bisschen spucke und dann geht das schon. So, ich hoffe, dass meine Frontscheibe irgendwann jetzt halt mal freigetaut ist. Ja. Also, wie ist denn bei euch so? Ist da auch so Heavy Metal Schnee gefallen oder was? Also hier ist richtig gut. Hier ist richtig, also wenn du jetzt einen Schlitten hast und ein paar Huskies, hast du gewonnen. Moin, jetzt kannst du driften. Ja, also ich bin ehrlich, mit dem X1 hier kannst du. Also driften ist das falsche Wort. Da fliegt dir die ganze Karre nämlich im Ohr hier. Oh, Hauptsache der bleibt da stehen. Sehr gut. Schau, hier klappt, packt die Versicherung nicht. Bei uns ist auch sehr extrem. Ist das nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ist das nicht geil? Also ich finde, mein Herz ist einfach, ja, vielleicht weil ich auch ein Winterkind bin, ich habe keine Ahnung, aber ich liebe auch Skiurlaube und alles gut. Dass die hier alle mit 19 km/h fahren, stört mich gar nicht. Das ist mir völlig egal, wo wir auf der Hauptstraße sind. Also in Köln nicht wirklich, Mann, das ist schade. Also weil wenn du hier aus dem Fenster guckst, ich kann nochmal, ich schwenke mal die Kamera, Alto Valley. Also wie gesagt, die fahren hier mit 19 km/h. Die Wahnsinnsstraße, also hier ist auch alles gefroren. Der Boden unter dem Schnee ist gefroren, das ist halt das Geile daran. Es sind minus 7 Grad. Ja. Und das ist es. So sieht's aus. Ja. Hab Schiss bei dem Wetter zu fahren. Das kann ich verstehen. Also ich würde auch nicht, wenn ich mir das selber nicht so ganz zutrauen würde, würde ich auch nicht fahren. Und wenn ich nicht unbedingt eine Druckerpatrone brauchen würde, dann würde ich auch nicht fahren. Aber, tja, man riskiert hier. Man muss was riskieren, Freunde. Hauptsache der Druckerladen hat überhaupt auf. Also ich bin jetzt gleich da. Und dann sagen die wahrscheinlich, ja, heute ist keiner zur Arbeit gekommen. Meine Güte, der mit seinem, was ist das denn? Ford EcoSport, der fährt ja. Also wir fahren hier 15, Freunde. 15 km/h. Ja, das macht, ich weiß nicht, ob ich innerhalb geschlossener Ortschaft, ob ich jetzt hier überholen soll oder ob das schief rüberkommt. Ich bin ja schließlich im Fahrschulauto. Das sieht vielleicht auch doof aus, wenn dich einer quer überholt im Fahrschulauto im Schnee.
Nicht, dass die Leute dann traurig sind. Ich habe seit Dezember meine Karte. Ja, da hast du auch alles richtig gemacht, Matze. So, jetzt fährt er zur Seite hier. Ein Traum. Tschüss. So, gleich mal vorbei hier. Ja, aber so wie es aussieht, Freunde, da vorne. Oh, wo ist jetzt eigentlich die Haltlinie? Genau! Wo ist die Haltlinie, Freunde? Hier, hoffentlich. So, jetzt stehen wir hier. Ach, man kann auch bei dem Wetter immer schön vorsichtig. Ist auch. Ist auch wahr. Alter, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das mal so geil gesehen habe. Das ist hier schön die Hauptverkehrskreuzung. Grün sieht aus wie Wien, ja, das kann sein. Oh, wir haben grün! Ja, es geht los! Erster Gang, zweiter Gang, wir drehen durch! Juhu! Das ist so geil! Meine Güte, Freunde! So, was? Wir liefern, schreibt er? Das ist ja geil. Das lese ich jetzt erst. Wir liefern. Da liefern die Druckpatronen. Komm, fahr vor, ist alles gut. Einfach im zweiten anfahren, Mick Finch, du hast die Insider-Tipps. So sieht's aus. Eigentlich muss ich auch hier links, aber ich fahre einfach mal nochmal hier so eine kleine Ehrenrunde. Einfach, weil es auch Spaß macht. Ja, ja, jetzt geh du noch nicht hier rüber. Meine Güte. Es ist einfach, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist halt, weil unter dem Schnee, also ist halt Eis. Und da ist halt richtig, dann ist richtig spannend, ne? Immer langsam um die Kurven fahren, so sieht's aus. Ja, wie gesagt, leider sind alle Fahrstunden heute abgesagt. Jetzt so langsam kann man auch mal durch die Frontscheibe was sehen, Freunde. Jetzt sehen wir auch mal, wo ich hier bin. Ah, Handbremse. Ja. So. Guck mal, hier feinster Powder, Freunde. Also für so Leute in Österreich im Skiurlaub, in so Skigebieten, ist das hier so völlig normal. Da ist das so ein ganz normaler Montagmorgen. Hier im Ruhrgebiet ist einfach Ausnahmezustand. Gut und Zeit, wir können uns nicht mehr bewegen. Es hat geschneit. Ah, ja. Oh, auch so richtig geile Schneehaufen. Mann, ey. Kennt ihr das? Also ich habe so innerlich das Gefühl, wie ich einfach so durchfahren wollte. Nee, bei mir liegt halt null Schnee in Tirol. Oh nein! Aber ich dachte so, in Tirol selbst, also ihr seid das doch gewohnt, wenn da fällt doch jetzt, da ist doch, also, jetzt guck mal hier. Also, es ist ja, wie gesagt, meine Motorhaube ist von Schnee und Eisglätte befreit. Der Rest ist festgefroren. Ich habe leider keinen Presslufthammer gehabt. So, scharfe Linkskurve. Und dann müsste da auch irgendwo mein Druckerpatronenhändler sein. Komisch, dass man gar keine Fahrradfahrer mehr sieht, oder? So. Und hier links ist jetzt der Druckerpatronenhändler meines Vertrauens. Und dann muss ich jetzt erstmal gucken, ob da überhaupt einer da ist. Ja, du kannst ruhig vorfahren. Ist da denn einer da? Fahr ruhig vor. Also, ich weiß es auch nicht. Ich stehe hier einfach mitten auf der Straße. Hier kommen auch keine Autos. Ich probiere einfach mal zu parken. Was haltet ihr davon? Ich fahre mal ein bisschen rückwärts. Also, und dann fahre ich hier einfach vorwärts in diesen Schneehaufen. Dann hoffe ich, also Parkzettel werde ich auch nicht ziehen müssen. Dann hoffe ich, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme einfach. So, ich bleib einfach mal so. Ich nehme an, dass das hier der Parkplatz ist. Ich lasse einfach mal einen Blinker an. Rob, ich habe dir ein paar Bilder auf Insta geschickt. Geil, zieh ich mir rein. So, Freunde, nicht wegfahren. Ich gehe mal eben rüber. Zum Druckerladen meines Vertrauens nicht weglaufen. Vielleicht ist er ja da. Wer weiß das schon. Das Auto meint natürlich aus, was ihr hört, ist die Lüftung, die läuft. Hashtag Umweltschutz. So, Freunde, der Typ guckt nach und wie es gut aussieht, haben wir vielleicht Glück. Vielleicht gibt es eine Patrone. Oh, Freunde! Oh, wie geht's euch? Oh, so. Halleluja, mein Sohn. Also, das ist ja. Also. Ich muss jetzt 10 Minuten warten und der Kumpel macht da irgendwie jetzt eine Druckpatrone. Da irgendwas befüllt er, ja? Keine Ahnung. Ja, audiomäßig, das lag wahrscheinlich an der Lüftung. Kann das sein? So ist Audio jetzt. War es kalt, Alter? Ah, sehr kalt, so kalt war es. Vielleicht so kalt, aber es war sehr kalt. Ja, so Freunde, wir müssen jetzt 10 Minuten warten und dann ist meine Druckpatrone fertig. Ich versuche hier erstmal wieder rückwärts rauszukommen, was gar nicht so einfach ist. Weil ich hier, also ich stecke hier in so einem Schneehaufen. Aber, sieht gut aus. Der X1 kommt da gut durch. So, dann fahren wir mal an einer anderen Fahrschule gucken, was da los ist. So.
Guck mal. Ein Traum. Boah, so lange Nachricht kann ich nicht lesen, das schaffe ich nicht. Ich euch da Fahrstunden abgesagt. Also bei uns sind Fahrstunden abgesagt. Etwas mehr gewohnt als die. Ja, bei uns sind tatsächlich Fahrstunden abgesagt, weil. Ja, wie gesagt, geht nicht. Wegen Weiß. Du weißt. Ja. Also, Wetter ist doch eine perfekte Situation. Also, das kann ich nur bestätigen. Ich habe heute schon 3 Stunden mitgeschaufelt, damit unser Auto frei ist. Ach, guck. So, ich hätte gerne bei den Wetterfahrstunden genommen. Das kann ich, also das glaube ich auch. Das Problem ist, wenn du das wirklich ansatzweise noch nie gemacht hast, dann kommst du gar nicht gut vorwärts. Und als Fahrlehrer habe ich das Problem. Also wenn das Auto einmal rutscht, dann kann auch ich die physikalischen Kräfte nicht außer Kraft setzen. Das heißt also, wenn wir rutschen, dann rutschen wir richtig. Und da habe ich dann, also ich hatte damals meine Prüfung im Schnee. Ja, Schnee ist gut, das Problem ist ja, das hier drunter ist ja die Eisdecke, weil wegen Eis und so. Ich nehme eine andere Sonnenbrille. Die ist ja viel zu groß. So, Sunlight. So, viel besser. Die ist auch schön warm, die Sonnenbrille. Ja. Aber was ich gut finde, ist viele ältere Leute hier noch unterwegs. Die gehen spazieren, die sind mutig. Da darf man nicht hören. So, guck mal hier. Ein Traum. Oh, wo bin ich jetzt rübergefahren? Also wenn das beim Schneefahren, wenn ihr noch nie so aufgefahren seid, manchmal so ein bisschen knistert, das scheint wohl normal zu sein. Das ist dann entweder Eis oder es kann alles sein. So, Kreisverkehr. Ein bisschen quer rein. So, guck mal, ja, so. Immer blinken, nicht vergessen. Ein Traum. Man könnte meinen, ich fahre mal hier so ein bisschen einmal drüber. So, mal für die Bürger alles ein bisschen gerade machen hier. Man könnte ja meinen, ich wäre hier in der Gletscherspalte. Bin ich aber gar nicht. So, 50, 30 wurde überholt. Und ich nicht glauben, dass es schneller geht. Ja. Also. Freunde, so habe ich unsere Stadt auch schon lange nicht gesehen. Da muss ich wirklich sagen, es ist ein Traum. Ich kann mich nur 1000 Mal wiederholen. Meine Nachbarin, gerade hier im Parkplatz hinter sich, festgefahren. Stand eben 2 Minuten noch. Ja, also festgefahren geht tatsächlich schnell bei dem Wetter. Ich fahre hier auch im zweiten Gang an. Wirklich jetzt, also für die, die das nicht wissen. Dadurch, dass ich im zweiten Gang anfahre, drehen sich die Räder ein bisschen langsamer beim Start. Naja, und dadurch, dass die sich langsamer drehen, ja, kommst halt besser los. Ne? Weil wenn ich sofort Gas geben würde, also ich habe auch DSC deaktiviert, also dieses hier, ihr wisst, was ich meine, Reifendurchdrehgerät. Weil sonst komme ich hier gar nicht vorwärts. Außerdem klingt das Auto dann nicht so schön, wenn ich Gas gebe, wenn ihr das hört. So, und da kommt dieses Schleudersum, also so ein Auto. So, ja. Mein Junge ist 6 Jahre alt und so viel Schnee noch nie gesehen. Also, ich habe Quattro. Boah. Ja, ey, Quattro ist natürlich, Shani, was soll ich da sagen? Das ist ein Traum. Quattro ist bei dem Wetter ein Traum. Gut, ich habe BMW, auch nicht schlecht. Mein Mercedes, ich habe noch so einen ganz alten Mercedes. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, hier so ein 3,2 Liter, so ein E190. Der hat Heckantrieb. Ich werde wahrscheinlich, die Batterie ist leer, ich werde ihn wahrscheinlich mal versuchen. Guck mal hier, die Leute, völlig crazy, mit Schlitten auf der Straße. Lebensgefährlich! Wenn ich da quer um die Ecke komme, die rechnen mit nichts. Paragraph 1 StVO. Ständige Vorsicht, gegenseitige Rücksicht. Was ist aus den Leuten geworden? Meine Herren. Du hast einen 190er, Baby? Ja, sicher habe ich einen 190er. Schön, 1990. Warte jetzt. So, was ist hier an der Fahrstunde los? Ich wollte mal einmal gucken, ob die überhaupt noch... Oder ob wir hier komplett eingeschneit sind. So, da ist die Fahrschule. Sieht gut aus. So einen halben Meter Schnee vor der Tür. Guck mal, kann man sich hier... Ja, schön. Nee, heute findet keine Prüfung statt. Ach, guck mal, da steht... Ich habe einen Golf, ne? Also, Fahrschulgolf, eine Automatik. Pass auf, ich nehme euch mal raus, damit ihr den nicht sehen könnt. So, da steht er. Da hinten. Ist ganz leicht eingeschnallt, das Auto. So, ich mache mal einen Screenshot, sonst glaubt mir das wieder zu Hause keiner. Kann ich überhaupt einen Screenshot machen? Jo. Ja, ganz leicht eingeschnallt nur. Schön. Ja, wahrscheinlich werden dann auch Automatikprüfungen erstmal nicht stattfinden, so wie es aussieht. Hier im Dorf gestern Rodel benutzt. Ja, also manche Verrückte, die machen ja da jetzt bei so einem Schnee da Wahnsinn. Ja. Guck mal, hier hinten ist ein Riesenkreis. Ich werde mal versuchen, mich grob zu drehen, damit ich hier
Ich ziehe jetzt die Handbremse, Freunde, nicht erschrecken. Achtung, ich erschrecke mich auch nicht. Funktioniert gar nicht bei der Karre hier. So, Hauptsache, wir kommen hier raus. Oh, schön gedreht. Ah, oh, nur nicht stehen bleiben, nur nicht stehen bleiben, nur nicht stehen bleiben, nur nicht stehen bleiben, nur nicht stehen bleiben. Ja. Das ist immer ein bisschen knapp, Freunde, ganz ehrlich. So, ganz leicht eingeschnallt. Guck mal, die Leute sind verrückt. Die gehen auf die Straße, als würden hier keine Autos mehr fahren. So, ich versuche nochmal den Golf von uns da noch ein bisschen besser drauf zu kriegen, aber so wie es aussieht, ist er tatsächlich, also man kann sagen, er ist eingeschnallt. Ja, tatsächlich. Schnee. Schnee ist da. Ja. Schön. So. Junge, mit dir mal runter, weil der wird das bestimmt Bock machen. Ja, also wer jetzt Automatikfahrstunden haben möchte, der muss definitiv eine Schippe mitbringen, sonst wird halt nichts. Auch die Autos hier rechts sind ganz minimal nur leicht eingeschaltet. So, Freunde, was mache ich jetzt? Da, Gefährdung des Straßenverkehrs voraus. Soll ich jetzt hupen? Oder ich könnte, warte mal, ich mache nochmal hier DSC. So, hallo. Deaktiviert. Ich lasse mal das Auto ein bisschen hochheulen. Jetzt haben Sie es wohl gehört. Sehr gut. Gut. Bravo. Und hier ist ein Stoppschild, Freunde, da. So, also an der Richtlinie anhalten. Ich hoffe, ich finde die. So, das wird wohl die Richtlinie sein. Und nur noch wieder loskommen. Oh. Oh. Ah. Oh, ja, geht. So. Fahren wir mal hier rechts. Das ist übrigens eine typische Prüfungsstrecke, wo ich jetzt hier rechts reinfahre. So. Umfahren oder umfahren? Shani, das ist die Frage. Und du wirst merken, als Fahrlehrerin macht das manchmal, das macht den kleinen, aber feinen Unterschied. Ja. So. Ja, Schule fällt auch aus, scheinbar. Also sowieso aus. Und was macht er jetzt hier? Sightseeing oder was? Junge, so kann hier doch keiner, doch, ja. Was ist das? Ein Mitsubishi Super Turbo Vierrad Allrad? Mercedes. Wow. So. Knick. Oh. Wisst ihr, dieses gelbe Auto, was sich immer so dreht, das ist super. Ist doch gar nicht so schlimm. Bei uns in Bayern ist heftiger. Mann, ey. Also mir reicht schon geschlossene Schneedecke. Da kann man dann schon, da kann man mit dem Snowboard fahren. Das geht. Solange man mit einem Snowboard sich fortbewegen kann, muss ich sagen, bin ich glücklich, egal wo ich bin. Ob das zu Hause ist oder im Urlaub. Alter, die Leute, hier ist aber auch richtig, hier ist mal richtig durch, Wind durchgefegt, was? Also, ne, bei uns ist das hier, ne, hier hat keiner was geräumt. Räumen ist hier nicht. Das ist hier, da kommt keiner mehr. Also, die haben gesehen, schneit, haben die gesagt, jetzt reicht's hier. Das ist aber immer so. Also, hier ist normalerweise, oh, da kommt einer, ein Räumfahrzeug! Meine Herren, Freunde, und ihr seid live dabei. Das Ding habe ich noch nie gesehen. Der Elite hier, ja, der hat auch super geräumt. Hat richtig was gebracht. Man kann sehen, es geht richtig gut, ne? Es gibt bei uns nicht höchstens auf keinen Nebenschaden. Wow! So, ich werde mal durch die frisch geräumte Spur fahren. Das läuft ja sehr gut. Super. Also bei uns ist das immer so, könnt ihr euch vorstellen, wenn 5 cm Schnee fallen, ist Schneechaos. Da bewegt sich kein Mensch mehr. 5 cm reichen aus, um die komplette Infrastruktur dieser Stadt lahmzulegen. Ja, die sind einfach nicht auf Mitdenken ausgelegt, so, ne? Das Problem ist, wenn hier irgendwas anders läuft, dann bewegt sich hier keiner mehr. So, es ist grün, Rob, jetzt schau mal. Ja, ich fahre. Oh, ich fahre voll Speed. Vorsicht. Kreuzung. Ach, Freunde, das ist so witzig. Oh, da kommt ein Auto. Das scheint mir ein Pizzalieferant zu sein. Der guckt mir nicht gerade aus. Oder die liefern jetzt auch schon Päpseln, finden wir. Das kann auch sein. Man muss ja bei diesem Wetter sich selbstständig machen, mit was das zurück, was auch immer geht. Verrückt. So, Schnee kommt immer so überraschend. Ja, genau. Wie bei euch im Ruhrgebiet liegt Schnee. Ja, das ist ein historischer Moment hier. So, bei uns hat gestern ein Auto einen Skifahrer gezogen. Das gibt's doch gar nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auf Instagram folgen übrigens. Rob D. Official einfach mal eingeben. Ja. Ich habe auch einen neuen Post gemacht.
Mich hat gestern auch einer mit dem Fahrrad gezogen, allerdings war das ja nicht so ganz erlaubt mit dem Auto, deswegen hat mich einer mit dem Fahrrad gezogen. Ja. Wow! So, boah, der Kreisverkehr hat richtig Grip. Nicht so schön, wie das ganze Auto hier einfach wegrutscht. Aber wichtig ist, wir haben alles unter Kontrolle. Guck mal. So. So, auf einmal Gas. Auf Gas, bitte. Hui. So, hier Brücken sind auch immer schön. Aber auch hier läuft tipptopp. Fußgängerüberweg hier kannst du gar nicht erkennen. Aufpassen, dass ich hier nicht falsch abbiege hier. Hauptsache ESP läuft. Ja, dieses gelbe Auto mit dieser Schleuderspur, das ist, ja, aber ich habe das ausgeschaltet, weil ich kann damit nicht so gut fahren. Immer wenn das an ist, regelt mir das Gaspedal weg und dann bin ich immer traurig. Dann denke ich, dafür habe ich kein Auto gefahren, gekauft hier. Dafür bin ich nicht hier. Ich will selber fahren. So, dann fahre ich auch selber. So, ich fahre hier rechts. Oh, boah, starke Schneeverwehung. Boah, die Leute hier. Meine Güte. Aber die sind fleißig. Fleißige Bürger schütten den Gehweg frei. Guck mal. Super. In Chucks. Das ist wichtig, dass sie sich da Mühe geben. Wahnsinn. So. Ich wirklich, wenn ich gleich zu Hause bin, muss ich erstmal meinen Benz aus der Garage holen. Oh, ah. Vorsicht, Freunde, keine Gefahr. So, jetzt müssen aber die 2 Minuten um sein, dass ich jetzt mal hier die Luftpatrone holen kann. Hauptsache, der Typ hat das ganze Ding befüllt. Und ich kann mit Karte zahlen, weil Bares ist Rares. Ich habe nur Plastikgeld mit. Naja, schauen wir mal. So, jetzt muss nur noch die Bremse funktionieren. Fühlt sich ganz gut an. So, Freunde, alte Plätze. Uiuiui. Ach, gut, das war knapp. So. Jetzt wollen wir mal hier nochmal gucken. Ich probiere es nochmal hier mit dem Parkplatz. Ich fahre mal hier so seitlich ran, wie ich kann. Oh, so. Ja, er winkt schon ganz freundlich. So, ich gehe mal wieder gucken. Der Friseur, ne, Friseur, du. So, Freunde, lauf nicht weg. Ich bin sofort wieder da. Mit meiner Druckpatrone. Oh, Freunde, aber ihr dürft das nicht weiter sagen, ne? So, ich durfte, also, weil ich eigentlich ein Ordnungsmitarbeiter bin, durfte ich dieses Gebäude betreten. Und ich habe 3 Minuten sind rum, was? Halten und parken. So, und ich habe diese Patronen bekommen. Ja, und mit Karte gezahlt, weil er sagt, Karte geht nicht. Da habe ich gesagt, was geht nicht, was? Karte geht nicht. Da hat er gesagt, ja, okay, geht. So. Soll ich euch jetzt noch mit nach Hause nehmen? Wollen wir noch ein bisschen kuscheln, wir beiden Hübschen? Ja, ne? So, au, festgefahren. Hier rauskommen. Große Klappe hier. Jetzt geht's, jetzt geht's. Wo ist hier DSC? Aus. Hat das eingeschaltet. So, dynamische Traktionskontrolle aktiviert. Nein. Dynamische Kontrolle. So, deaktiviert. Dynamisches Fahren ohne Fahrstabilisierung. Fahrassistenz eingeschränkt. Genau, das ist mein Name. So. Ja, Freunde, schön. Haben wir doch was Schönes heute hier. So kann man doch auch mal Druckpatronen holen. Da kann man auch mal alles geben für eine Druckpatrone. Ja. Oder für eine Automatikfahrstunde. Oh, es geht wieder los. So. Mal ich die Kreuzung frei machen hier. Oh, hört ihr das? Dieses Ruh. Ja, das ist der Schnee, glaube ich, unter mir. Also das Eis. Ach, guck mal, da sind die glücklichen Bahnbediensteten. Ich liebe dieses Wetter auch. Ich könnte den ganzen Tag draußen spielen. Vielleicht habe ich das als Kind zu wenig gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke einfach nur, wow. Einfach wow. Oh, hier, Auto. Da kann man. Hier, ich würde mal gerne eine Probefahrt machen. Nee, doch nicht. Oder 2 Probefahrten? Nee, auch nicht. Oder 3? Moin, moin. Auch nicht. Keine Probefahrt. Heute gibt es keine Probefahrt. Hol mich ab. Ach man, wo soll ich hinkommen? Im Moment, also ein bisschen Sprit haben wir noch. Guck mal, BMW-Freund.
Oh, Cabrio. Verstehe auch nicht, warum er das Dach drauf hat. Oh, oh. Der fährt aber hier wieder mit 12 km/h. Was machen wir jetzt, Freunde? Können wir hier eine Umfrage starten? Überholen oder dahinter bleiben? Risiko eingehen? Der hier ist ja im Prinzip auch ein bisschen Fahrschule. Schaff's. Anschieben. Ja, ja, vielleicht hat er ein Problem. Vielleicht fährt er gerade in die Werkstatt. Ich könnte es probieren. Er fährt ja offensichtlich nicht so schnell. Ja. Gut. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, woran hat es gelegen. Ja, woran hat es gelegen? Ja. So. Aber irgendwie, also wenn er jetzt weiter mit 10 km/h fährt, dann werde ich nach einer Möglichkeit suchen, ein gefahrloses Überholmanöver zu starten. Au, au, wo ist der? Der Mondeo hat gut die Kontrolle verloren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Oh, jetzt wird er immer langsamer. Meine Herren. Ich hatte Angst einfach. Naja, wenigstens bewegt er sich vorwärts. Das ist ja immer noch mutiger als die Leute, die zu Hause sind. Wobei die Leute, die zu Hause sind, ist wahrscheinlich auch besser, dass die zu Hause sind, weil wenn die sich gar nicht trauen, Auto zu fahren, bevor die dann Fehler machen, beim Autofahren ist es natürlich tatsächlich besser, zu Hause zu bleiben. Guck mal, die ganze Straße ist weiß. Aber das sind bestimmt hier so ja, locker 10 cm Schnee auf der Straße. Vielleicht hat er noch Sommerreifen. Nee, dafür sind die Reifen zu weiß. Also ich fahre da hinterher. Sommerreifen, die hätten so, die wären pechschwarz. Damit wird er gar nicht vorwärts kommen auch. Nicht mehr bei der Eisdecke hier. Also kann ich mir schwer vorstellen. Müssen schon sehr, 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 sehr gute Sommerreifen sein, damit der hier vorwärts kommt. Was ich halt faszinierend finde, ist, dass hier einfach null geräumt ist. Also null. Es ist einfach komplett Schneck. Schneck. Schneck, renn weg. Ja. So, Heckscheibe ist schon mal klar. Das sieht schon mal gut aus. So, mal wieder nach vorne mal hier. So. Ja, jetzt vor dem Kreisverkehr lohnt sich auch nicht mehr zu überholen. Ne? Will auch keinen Druck machen, psychologisch. Nicht, dass er da sich vertut oder so. Aber wir machen jetzt Folgendes. Egal, wo der herfährt, wir fahren woanders her. Also, wenn er rechts fährt, fahren wir geradeaus oder so, und andersrum. So, was ist jetzt hier? Kickdown und ab geht's. Ja, ja, ich weiß jetzt, warte jetzt, was er hier für einen Kickdown macht. Nein, gut, da fahren wir rechts. Sehr gut. Die Situation am Schopfe gepackt. Boah, ey, ah, gut gefangen. Man muss aber stolz auf sich sein. So. Boah, jetzt geht's aber ab hier, Freunde. 50 innerhalb geschlossener Ortschaft. So sieht's aus. Aber vor uns. Ach, wieder ein BMW-Freund. Irgendwie weiß ich auch nicht, warum die nicht fahren. So, ich mach mal eine Vollbremsung. Packt eigentlich ganz gut. Zufällig kein Fahrzeug hinter mir. So, eigentlich ist das hier ein Kreisverkehr, aber ich mach mal hier eine Kreuzung raus, weil man sieht den Kreis eh nicht mehr. Ich habe auch geblinkt. So, heim ist, wo es heimlich ist. Sieht das nicht schön aus hier, Freunde? Das ist ein bisschen wie Sonnenschein. Alles ist nur halb so beschissen, wenn die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Bei Schnee ist es ähnlich. Wenn alles so krass zugeschneit ist, ist die Welt nur halb so scheiße. Da kann ruhig, also so geht's mir zumindest. Also da kann eigentlich fast kommen, was will. Guck mal da, glückliche Kinder auf der Straße. Die spielen Schlitten. Alles schön. Hier, wow. Mann, ey. Crazy Aktion hier. So, Freunde. Ja, also, wenn ihr wollt, also ich bin heute Abend ja eh wieder live online, hier mit Theorie und so. Dann sehen wir uns um 17.30 Uhr spätestens zum Theorieunterricht. Ansonsten gehe ich vielleicht vorher auch schon mal live oder so. Ich fahre jetzt hier in meine Winter Wonderland Straße rein. Guck mal, hier sind die Autos auch richtig schön zugeschneit. Guck mal. Wow. Wahnsinn. Ja. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Abonnieren, für all die Küsschen und lieben Grüße. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns nachher wieder. If you want to. Mach's gut. Tschüssi.